Einfach mal fürs Rumstehen und fürs Nichtstun winnen. Nein. Ja, Leute, was geht ab? Heute mal für heute entzücke den Äuglein wieder mal ein unglaublicher Fortnite-Trick. Und ich bin so durchgedreht. Das war halt so eigene Lobby mit Friends. Nance, Dance, Hands. Genau, und eben, ich zeige euch für heute hartige, deine Top 3 Triggity, Riggity, Rickshot, Rickshot ist ja wow. Nein, ich liebe Trickshot. Oder zumindest habe ich damals den Call of Duty, in Call of Duty habe ich echt gerne getrickshot, auch mit anderen, also auch anderes Zeugs gespielt. Aber halt, wo ich halt mit vorne angefangen habe, habe ich gar nicht getrickshot, weil ich erstmal, ich wusste ja noch nicht mal, wie man baut und alles. Also ich wollte ja erstmal das und so spielen. Und lernen und alles drum und dran, genau. Und ja, im Hintergrund eben zählt die Führer der Zügel Äuglein ein Fort in the Night Win. Hier Fort in the Night. Die Entwickler von Fort sind bestimmt so voll die Partygänger, so voll die wilden Leute, die ständig rausgehen und Party tun. Deswegen Fort Night. Night, Englisch Nacht, Fort. Ich gehe Fort in the Night. Spaß, nein. Das ist bestimmt voll die Party, Leute. Genau, wo sind wir jetzt hier? Also ich habe es halt so getan, dass ich immer ein Trickshot zeige. Immer ein Triggity, a Riggity, a Rickshot zeige. Und dann halt 3 Kills, genau. Und ja, das, also jeder Trickshot, jeder Kill. Also sagen wir so, klar, es ist eben natürlich hochbedeutsam. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, aber bevor ich das sage. Nee, was soll ich sagen? Ich bin so behindert. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Du hast Trickshot, dann Kills, dann der Win. Ach ja, genau. Klar, es bedeutet aber als letzter übrig zu bleiben und so und als letzter Spieler am Leben zu bleiben und alles drum und dran. Aber, also sagen wir so, es soll nicht heißen, dass wenn jemand mit einem Kill gewinnt, dass das nichts Besonderes ist. Natürlich ist das auch sehr wertvoll, auf jeden Fall. Aber es ist halt noch wertvoller, finde ich, je mehr Kills man hat. Ich habe nämlich auch schon Leute gesehen, die haben eine 10er, 20er, 30er Bomb. Und ich dachte mir so, Alter, ihr seid doch crazy, wie tut ihr das? Alter, crazy, crazy, Alter, wie soll das gehen, Alter, 30 Leute in der Lobby zu killen, das ist ja ein Drittel der Gegner im Solo-Modus, hallo? Das ist wirklich crazy. Und hier noch zwei Sniper-Shots. Bei mir ist es halt auch so, manchmal tue ich halt mehr Kills, manchmal weniger. Also bei Fortnite ist jetzt eben das hier mein Rekord, 9 Kills, sonst war immer 7. Sonst tue ich halt zwischendurch 5, 7 Kills und der Win, was ja, also meiner Meinung nach ist ja auch schon hoch wertvoll. Genau. Das war auch so anstrengend, so kritisch, ey. So, mal gucken, wo wir hier sind. Genau, gleich am Ende. Da will ich was sagen. Tun sie es gut. Nein, alles Gute, Leute. Schaut euch natürlich stets auch diese Infos über Gesundheit und Ernährung an, was ich euch ans Herz legen wollte. Oder wie ich aber sage, tschüss.